Wenn die französischen Soldaten in Kabul auf Patrouille gehen, dann begegnen ihnen die Bewohner der afghanischen Hauptstadt zunehmend mit Argwohn. Anschläge und Entführungen sind immer noch an der Tagesordnung. So verlieren viele Afghanen das Vertrauen in die bewaffneten Beschützer von der Schutztruppe ISAF und wenden sich den Extremisten zu. Im Allgemeinen sind wir wohl gelitten, da gibt es keine Probleme. Allerdings beobachten wir, dass die Taliban zunehmend Druck auf die Bevölkerung ausüben. Auf dem Markt von Kabul sind die französischen Soldaten noch gerne gesehene Besucher. Doch je mehr die aufständischen Taliban ihren Einfluss auch auf die Hauptstadt ausdehnen, desto mehr wächst die Beunruhigung. Bitte verringert die Zahl eurer Soldaten nicht. Unsere Regierung ist nicht gut. Wenn die Ausländer Afghanistan heute verließen, wären die Taliban schon morgen wieder an der Macht. Nicht nur die Händler auf dem Kabuler Markt sehen in ihrer eigenen Regierung den Hauptgrund für die desolate Sicherheitslage. Ein afghanischer Abgeordneter hat zum Protest sein Büro in einem Zelt vor dem Parlamentsgebäude aufgeschlagen. Seiner Ansicht nach trägt der Westen Mitverantwortung für zunehmende Gewalt und Unsicherheit, indem er eine unfähige und korrupte Regierung unterstützt. Die Afghanen sind nicht gegen die internationale Gemeinschaft, aber die Afghanen verlangen von der internationalen Gemeinschaft, auch den Franzosen, dass sie Wort halten. Ihr Präsident Sarkozy sagt, dass er Demokratie wolle. Aber ich sage Ihnen, Herr Sarkozy, Sie unterstützen nicht eine demokratische Regierung, sondern eine Regierung von Mördern. Angesichts grassierender Korruption und des wachsenden Einflusses der Taliban hoffen viele Afghanen, dass sich ihre westlichen Beschützer langfristig in ihrem Land engagieren und dass sie ihre Zusagen auch einhalten.